Jo, servus Leute, was geht ab? Euer Dance Moto wieder am Start und ihr wisst ganz genau, was es heißt, wenn ich so ausgestattet mit meinem Motorrad hier stehe. Und zwar haben wir heute vor, ein neues Abenteuer anzugehen. Und als erstes müssen wir den Maso abholen, ja, im Frankenthal. Und danach geht's ab Richtung Nussbaum, wo wir unser Lager aufschlagen und den Karsten abholen werden, also einen guten Flaschenkost. Von daher, Leute, bleibt gespannt, die Reise und das Abenteuer geht los. Voller Vorfreude schwung ich aufs Bike, um meine Survival-Kollegen abzuholen. Als erstes Maso aus dem 60 Kilometer entfernten Frankenthal und dann den guten Flaschenkost, der weitere 90 Kilometer entfernt ist und auf uns wartet. Um die erste Etappe zu absolvieren, ritt ich auf der B3 Richtung Frankenthal entgegen. Kilometer für Kilometer steigert sich die Vorfreude, da wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben und einfach Bock hatten, zusammenzufahren. Ich genoss jeden Meter auf meiner Street Glide und den neuen Heavy Reader, den ich drauf hatte. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann schaut da einfach mal vorbei. Es lohnt sich. Nach flotten 60 Kilometern bin ich endlich in Frankenthal angekommen und hab den üblichen Verdächtigen gleich an der Tankstelle aufgabeln können. Nach einer chilligen Faust zur Begrüßung haben wir uns gleich auf die Bikes gesetzt und sind Richtung Nussbaum gefahren, um unser Survival Camp endlich mit dem Carsten zusammen aufbauen zu können. Zusammen auf der A61 rissen wir die Kilometer runter wie nichts. Leute, glaubt mir, es gibt einfach nichts Geileres, als mit seinen Bros die Straßen abzurollen. Egal ob es windig, kalt oder sogar regnet. Nur noch 30 Kilometer, bis wir an der Stelle ankamen, an der wir endlich den guten Flaschenkost abholen sollten. Leute, also wenn ihr euch gefragt habt, ich habe heute mal ein anderes Packsystem. So Leute! Der bricht meine Aufnahme, um seine zu machen! So, ich red schon und so, ne, warte mal, und dann fängt er an. Ja. Danke. Oh Mann. So Leute, jetzt kommen wir mal weiter. Und zwar, ich habe jetzt mein neues Packsystem am Start. Ich habe jetzt nicht mehr die Gepäckrolle, die wir vorher kennen, sondern ich habe jetzt mein Bushcraft-Werkzeug dabei. Das heißt, ich habe meinen, ja, mein Bushcraft-Rucksack dabei. Das ist ein Tasmanian Tiger. Den packe ich später noch aus. Und ja, also man kommt hier easy an die Koffer eigentlich. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Da ist jetzt mein ganzes Bushcraft, mein Biwaksack, mein Schlafsack, alles mit drin. Und das präsentiere ich euch einfach später. Wir warten jetzt noch auf den guten Carsten, bis der kommt. Und hoffentlich kommt er bald, weil ich muss aufs Klo, mir ist kalt. Der Carsten! Carsten jetzt mit an Bord. Und jetzt fahren wir erstmal zum Zeltplatz. Legen alles ab. Und dann holen wir Holz, dass wir gleich Lagerfeuer machen können, um uns zu wärmen. Frische 3 Grad, glaube ich, haben wir jetzt schon. 2 oder 3 Grad. Aber das juckt uns nicht. Weiter geht's. Voller Euphorie fuhren wir durch Nussbaum durch, bis wir ein wenig abseits waren. Genau da, wo wir hingehören, um ein bisschen Unfug zu machen. 3 erwachsene Männer, 3 Bikes, 333 Bushcraft-Gegenstände. Ja, was soll da schon schief gehen? Je weiter wir uns vom Kern des Dorfes entfernten, desto nebliger und düster wurde es. Und es war geil. Oh, wir sind gleich am Zeltplatz. An der Grillhütte für uns. Oh, wir sind im tiefsten Hochnebel, Leute. Wir sind einfach im Hochnebel. Wie geil. Oh. Nice. Leute, ich witter schon unsere Hütte. Nice, nice, nice. Nice. Hä? Ist es dein Zelt? Hä?
hier. Komme ich hier durch? Hm. Ja, das wird jetzt lustig. Das wird lustig. Aber sollte passen. Eieiei. Ja, komm her, lieber Baum. Heute nicht. Bei dir auch nicht. Kannst du das mal wegmachen? Danke. So. Ah! Uiuiui. Ui. So Leute, nachdem wir den Weg hierher überlebt haben, ohne hinzufliegen, ihr könnt ja mal sehen, an meinem Bike ist alles voller Laub, die ganzen Räder. Aber ich bin nicht hingeflogen. Jetzt müssen wir die Zelte aufbauen. Carsten war ja vorher schon da, hat ja ein bisschen Zeit gehabt, ne? Weil wir ein bisschen zu spät gekommen sind. Jetzt bauen wir die Zelte erstmal auf. Die zwei, wie ihr sehen könnt, der Maso ist überfordert mit seinem Schnellaufbauzelt. Ja? Carsten lacht ihn erfolgreich aus. Und wir übernachten auf jeden Fall nicht hier unten, weil ich habe ein ganz anderes Setup. Ich habe hier mein Tasmanian Tiger Rucksack dabei, das heißt, ich habe Tarp und Biwaksack dabei. Das heißt, wir sind heute ganz wild unterwegs. Deswegen habe ich jetzt schon vorhin einen Platz ausgesucht, direkt an der Feuerstelle. Das heißt, wir werden auch eine geile Atmosphäre haben. Wir gehen jetzt hier hoch und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Wir rennen mal dahin. Ja. Mal gucken, wie gut der Fokus ist. Alles klar, Leute. Wir haben bittere 2 bis 3 Grad hier gerade. Ihr seht, alles Hochnebel. Die Atmosphäre ist einfach geil. Ich habe jetzt hier noch, da vorne ist die Feuerstelle, könnt ihr sehen. Und ich werde genau in diesen Balken in der Mitte meinen Tarp spannen. Das heißt, ich werde immer quasi Richtung Feuerstelle gucken. Oder ich suche mir hier hinten den Baum aus. Vielleicht werde ich auch da einfach campen. Je nachdem muss ich mich jetzt noch entscheiden, wo genau ich meinen Biwaksack aufschlagen werde oder mein Lager. Weil ich brauche auf jeden Fall auch eine flache, und einen flachen Untergrund. Ne? Von daher, Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg. Maso hat jetzt sein Zelt gleich aufgebaut. Das heißt, ich muss ein bisschen sputen. Ne? Und dann gehen wir jetzt noch Feuer holen. Nicht Feuer holen, Holz holen. Ein bisschen was zu essen. Vielleicht auch noch was zum Trinken, dass uns nicht warm wird heute Abend. Ja, auf geht's, Leute. Leute, Planänderung. Ich habe jetzt den Baum hier gefunden. Und da kann ich auch direkt in den Wald gucken, wenn ich meinen Tarp hier aufbaue mit meinem Biwaksack. Von daher, ja, entscheide ich mich jetzt einfach um. Hier ist auch eine ziemlich flache Ebene, genau vor dem Baum. Das spanne ich jetzt alles auf. Und ja, dann sehen wir uns gleich, ne? Ist jetzt hier mein Rucksack. Zack. We'll be right back.
So Leute, ich habe jetzt endlich mein Setup aufgebaut. Hat ein bisschen gedauert. Hat ein bisschen gedauert, bis ich die richtige Länge für meinen Tarp rausgefunden habe. Auf jeden Fall, mein Biwaksack steht. Meine Isomatte ist leider ein bisschen nass, deswegen habe ich jetzt meinen Biwaksack ein bisschen offen gelassen, damit dann Luft zirkulieren kann. Wir werden jetzt noch ein bisschen Feuerholz holen, damit wir uns später ein bisschen wärmen können. Also jetzt wird auch gleich wieder dunkel. Von daher, das wird eine knappe Geschichte. Ein Kaffee wäre auch nicht schlecht. Und genau, jetzt müssen wir erstmal wieder auf die Bike springen. Ich hoffe, ich habe jetzt einen guten Platz ausgesucht, weil eigentlich will ich dann hier rausgucken. Ne? Also ich habe hier meinen Moskitoschutz. Da will ich hier eigentlich rausgucken abends und auf den Wald gucken. Wenn ich auch morgens aufstehe wieder. Die zwei anderen hinter mir, die haben natürlich die Luxusvariante gewählt. Ne? Ja, man wird halt nicht jünger. Ne? Von daher, ich werde euch auf jeden Fall noch hier mein Setup zeigen. Hier habe ich einen Biwaksack, innen drin ist meine Isomatte. Synmat 7 ist das. Kann bis zu minus 17 Grad Kälte von unten isolieren. Hier unten drunter habe ich noch eine Elefantenhaut, damit mein Biwaksack nicht nass wird, ne, oder feucht oder dreckig oder kaputt wird. Geht vorne dran, als Vorzelt habe ich jetzt noch eine Bundeswehr-Isomatte draufgeklatscht, ne, hier unten, damit ich meine Sachen draufstellen kann. Und hier seht ihr meinen Rucksack, wo alles im Endeffekt drinnen ist. Ne? Genau, mein Tarp ist hier. Mein sieht schon cool aus. Ich kann noch die Ecken quasi, die Konturen ein bisschen verschwimmen lassen. Aber es sieht von hinten eigentlich ziemlich nice aus. Könnt ihr natürlich unten in die Kommentare reinschreiben, wie geil ihr das findet, aber die Konturen hier werde ich jetzt zum Beispiel jetzt noch ein bisschen abdecken, damit es noch mehr in der Natur verschmilzt. Ne? Also minimalistisches Setup, das war so mein Plan. Ich wollte nicht mit dem Zelt raus, sondern dieses Setup will ich dann auch in Zukunft testen, um im Endeffekt dann auch im Wald irgendwo zu schlafen. Genau, noch nie Biwak, so ein Biwak-Ding in der Natur gehabt. Ne? Von daher Leute, wir müssen jetzt los, die Zeit trennt und ja, viel Spaß. Ne? Wir holen jetzt erstmal Feuerholz und danach machen wir Feuer. So Leute, ihr seht, die Party geht weiter. Wir gehen jetzt Holz holen. Ich habe meine Brille an, die beschlägt gerade ein bisschen, weil kein Fahrtwind da ist und alles ist rutschig. Ich glaube, das war keine gute Kombi. Ich sehe den Carsten nicht. Carsten, mach mal Geräusche, ich sehe dich nicht, meine Brille beschlägt. Sag, wo ich hin soll! Ah! Alter, das ist nicht gut. Ich muss meine Brille ausziehen. Ey, Karamba. Oh, so. Aber sollte klappen. Sollte klappen. Hopp! Danke! ist kurz, müssen wir kurz eine Mase beobachten. Wenn der jetzt gleich hinfliegt. So. Aber jetzt erstmal Holz holen, Leute. Wünscht uns Glück. Ah, da ist ja Holz. Notfall stibitzen wir hier was. Oh, ich glaub mehr. Wir verstecken jetzt Holz, weil wir nicht genug Platz haben auf den Touren. Und Maso hat nicht mitgedacht und hat keine Sissi-Bar mitgenommen. Deswegen verstecken wir jetzt erstmal hier das Holz. In der Hoffnung, dass wir gleich zurückkommen und uns keiner, ja, das Holz klaut. Ne? Wir fahren jetzt zurück ins Lager. Lagern jetzt das Holz, was wir auf den Bikes haben, ab. Kommen wieder hierher, holen das und dann gehen wir einkaufen. Brauchen Essen, Trinken. Digga, guck mal, die 32er, ohne Witz, fahren sie schon los ohne mich. Ab geht's! Ah. Da hab ich einen Hops genommen. Ah, okay. Ey, warte ab, bis wir im Lager sind, dann komme ich mit meiner Ausrüstung.
Digga. Leute, also ich fühle mich wie so GTA-Version mit Motorrädern, ne? Wir gehen von einem Platz zum anderen. Jetzt wieder Feuerholz geholt für heute Abend, dass wir nicht sterben. So Leute, wie ihr sehen könnt, sitzen wir schon am Feuer, also beziehungsweise ich, Maso und Carsten schnitzen noch fleißig. Die haben nicht so viel Glück gehabt bei der Stocksuche, aber ja, in der Zeit kann ich mich hier aufwärmen und warten, bis sie fertig sind, dass wir dann endlich das Stockbrot auf die Stöcke schlingeln können. Ne? Maso, kannst du mal den Hasen festhalten? Hast du nicht? Ja, die zwei. Welcher Hase war ihm? Ihr seht, der ist komplett lost. Leute, holt mich einfach hier raus. Ich weiß nicht, was ich eigentlich hier mache. Nee, also richtig neblig. Also wir sind direkt im Hochnebel eigentlich drin. Das Feuer erwärmt uns jetzt. Es ist wirklich kalt. Also wir haben jetzt vielleicht 2 Grad oder so. In der Nacht wird es auf jeden Fall kälter. Leider sind unsere Zelte und Biwaksäcke nicht in der Nähe vom Feuer. Deswegen mal sehen, wie lange wir hier noch aushalten. Also auf jeden Fall, solange das Feuer reicht. Ne? Also wir haben jetzt insgesamt 8 Holzdinger. 8 Holz. Ja? 8 Holz. 8 Holz haben wir. Und mal sehen, ob das reicht für die Nacht, ne? Oder ob wir einfach sterben. Du musst draußen schlafen. Ich schlafe sowieso draußen. Also ich bin ausgerüstet. Morgen früh könnt ihr mich aus dem Biwaksack ziehen. Dann bin ich einfach tot. Alle hopp, Leute. Ich frag mich, wenn wir morgens zu ihm in ein Zelt gehen, also zu seinem Sack. Und ja, warte mal, komm. Ich nehme euch mit. Leblos. Ja. Denken wir uns dann, ich hab's ihm gesagt oder helfen wir ihm? Also versuchen. Beides. Wir rufen den Krankenwagen und dann sagen wir, Digga, ich hab's ihm gesagt. Ja, ganz genau. Ich muss es dünn machen. Weil die Wurst ist dick und wir wollen nicht, dass die platzen. Oh, sorry. Also, Leute, wohl. Genug Trash-Talk. Wir trinken jetzt ein auf uns natürlich, ne? Ja. Nicht auf euch. Auf den, er hat gestern seine Jungfräulichkeit verloren. Carsten macht schon Party-Mode, also ihr seht, es skaliert gleich, deswegen nichts für euch. Aber, guckt mal, hier, ich habe genug mitgenommen für uns alle. Und ja. Nee, ich will kein Tennis hier. Ich habe was Geileres dabei. Ich trinke jetzt erstmal einen Gin Tonic. Ja. Maso, was trinkst du? Auch Gin Tonic? Ja, okay. Dann kannst du ja holen. Big Alter, nächstes Mal fahre ich hier rein auf der Autobahn. Scheiß drauf. Alles on Cam. Das ist gut. Nein. Dein Brot fackelt ab! Nein! Doch, guck Nein. doch! Guck dir das an! Digga, guck dir mal das Ding aufgespielt. Guck dir ja, mal und vor allen Dingen, das Geile ist, dass er sich die ganze Zeit hier diese Sülze einfach an die Hose reibt. Wir haben einen guten Abend. Der Carsten ist jetzt auch. Da kann ich nur im Nein, guck mal. Sinne sagen: Aha! Nee. Nixer. Auf jeden Fall, uns geht's gut, Leute. Wir haben Feuer. Boy, yeah. Mach deine Wurst aus meinem Gesicht. That's what he said. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht, mit welchen Leuten ich mich abgeben muss. Ja? Also so lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, weil sowas ist, steig auf tut einfach nur weh und schadet meinem Image. Von daher, Leute, appreciated, was ich hier mache. Appreciated. Genau. Also, wir befinden uns jetzt hier am Ende vom Tag und wir kommen gerade vom Lagerfeuer. Wir haben uns gerade entschlossen, schlafen zu gehen. Wir haben jetzt kurz vor 2 Uhr morgens, also schon ein bisschen spät. Ja, ich denke mal schon fast der tiefste Punkt von der Temperatur ist jetzt schon erreicht. Wir haben jetzt schon fast minus 1 Grad. Es ist ziemlich kalt und auch ziemlich feucht. Es ist schon eine ziemlich eklige Feuchte, muss ich sagen. Und eine ziemlich eklige Kälte kennt man nicht so. Ist ja auch nicht vergleichbar mit einer trockenen Kälte. Weil ich war jetzt auch schon öfters bei 0 Grad oder 1 Grad draußen. Und ja, die Kälte, die feuchte Kälte ist schon ein bisschen, geht schon mehr in die Knochen rein. Ist schon eine tiefer sitzendere Kälte. Von daher,
schon ein bisschen anspruchsvoller, sag ich mal. Aber desto trotz bin ich halt ziemlich gespannt, wie man ein Tarp-Setup sich schlägt. Ne? Genau. Also ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt, wie die Nacht wird. Morgen geht's weiter auf eine Motorradtour mit den zwei Jungs. Bin ich sehr froh. Also auch der Abend war echt geil. Ja, Leute, das war's eigentlich, ne? Ich ziehe mich jetzt um, krabbel hier in den Biwaksack rein und versuche einzuschlafen und nicht zu frieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in aller Frische auf dem Motorrad, am besten beim Frühstück, bevor es aufs Motorrad geht und dann auf eine weitere Motorradtour. Hoffentlich regnet es nicht, Regen ist angesagt, aber das ist ja nichts, was uns auffällt. Das kennt ihr ja von der Norwegen-Tour. Und bis dahin, Leute, ich schlafe jetzt. Gute Nacht. So, guten Morgen, Leute. Erste Nacht überstanden. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Richtig gut. Hätte ich nicht erwartet, dass ich so gut schlaf. War richtig kuschelig warm. Also ich habe meine dicke Funktionsunterwäsche angehabt und die war einfach perfekt. Also ich habe gedacht, eigentlich trage ich mal meine Sommerfunktionsunterwäsche, aber heute habe ich meine Winterfunktionsunterwäsche angezogen und war eigentlich ganz okay. Ich habe nicht geschwitzt oder irgendwas, habe auch nicht gefroren. Hab meine Fleecejacke in meinen Schlafsack unten reingepackt und hatte dann noch kuschelig warme Füße. Von daher wäre alles gut. Ich zeig euch mal kurz meinen Ausblick. So sieht es bei mir aus. Wenn ich aus meinem Biwaksack rausgucke, direkt Waldarea ist da. Und da ist meine Lampe. Wir sind gerade immer noch unterm Tarp. Genau. Die zwei Jungs haben nochmal das Feuer entfacht, die Glut war noch da. Und jetzt versuchen wir mal einen Kaffee zu machen, weil es soll gleich mega anfangen zu pissen. Also ich will mal einen Kaffee. Deswegen, Leute, ich muss mich ein bisschen sputen hier und Kaffee machen. Mal sehen, ob wir es heute noch auf die Bikes schaffen oder nicht. Oder ob wir hier die ganze Zeit campieren und versuchen zu überleben. Wir sehen uns ja gleich. Ja, Leute, also wir sitzen jetzt oder stehen in unserem Grubenhaus. Also wir waren über Nacht fleißig. Die Wichtel haben gearbeitet. Wir trinken uns fleißig unser Kaffee. Nach der gestrigen Nacht haben alle überlebt. Carsten und Maso haben es auch überlebt. Maso hat aber leider keine Isomatte gehabt. Deswegen müssen wir heute noch zum Decathlon und die Isomatte holen, sonst stirbt er über Nacht. Die Nacht hat er nur knapp überstanden, sage ich mal so. Was meinst du? Hast du knapp überstanden? Gerade noch so, Digga. Gerade noch so, ja? Okay. Ja. Da sieht man einmal mit Profis rausgehen, ne? Und dann kriegt man mal so. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier im Grubenhaus. Wir trinken unser Kaffee ein bisschen aufzuwärmen. Und dann geht es auch gleich wieder weiter. Feuer brennt auch schon lichterloh. Genau, also mehr gibt es eigentlich gerade nicht. Wir chillen jetzt einfach noch und. Nachdem die Esel wieder gesattelt wurden, ging es wieder los auf eine wilde Erkundungstour Richtung Campingladen. Ja, dass der Maso heute Abend nicht frieren muss. Wie sagte einst ein weiser Mann, wer es nicht im Kopf hat, hat es halt in den Beinen. Oder in den Reifen in unserem Falle. Trotz bescheidenen Wetters haben wir natürlich mehr Spaß denn je gehabt.
Wie es nun mal so ist, fingen wir an, nach einer für uns majestätischen Geschöpfe würdigen Nahrungsquelle zu suchen, die unsere Fettspeicher wieder auffüllen konnte. Da wir Carsten mit an Bord hatten und er die Gegend sehr gut kannte, ging's direkt zur heißen Kiste. Jo, servus Leute, wir sind jetzt hier an der heißen Kiste und zwar waren wir gerade beim Decathlon und ja, haben Mars eine Isomatte gekauft, weil er die Isomatte vergessen hat, zu holen, dass er heute Abend nicht erfriert und stirbt. Ja, waren wir kurz beim Decathlon, haben jetzt alles eingekauft für den guten Herrn. Jetzt sind wir bei der heißen Kiste und holen uns jetzt erstmal einen Burger und uns ein bisschen stärken. Ne? Sind hier flott durch die Gegend gefahren. Auch bei Regen hält uns natürlich nicht auf. Ne? Ihr seht, alles, die drei Bikes und wir. Genau, Leute. Also, esst erstmal was und wenn das Essen auf dem Tisch ist, dann zeige ich euch natürlich, was wir bestellt haben. So Leute, willkommen zurück. Wir sind wieder zurück im Camp und ja, haben uns alle angezogen, umgezogen, dass wir wieder survivalmäßig unterwegs sind. Maso hat schon das Feuer wieder entfacht, ne? Also die Glut war ja da, deswegen wird jetzt ein bisschen rumgestochert, ein paar Balken draufgelegt. Jetzt brennt wieder das Feuer lichterloh. Also perfekte Bedingungen für uns, um gleich ja, den Arsch zu wärmen. Genau, also Carsten ist noch hinter mir. Ich weiß nicht, was der da gerade macht. Wahrscheinlich die ganzen Vorräte holen, die wir eingekauft haben, dass uns nicht kalt wird über die Nacht. Hier hinten ist noch mein Setup, steht, hat noch, beziehungsweise überlebt. War sehr zufrieden, soweit. Ne? Heute ist die zweite Nacht in dem Setup. Mal sehen, wie ich heute da schlafen werde. Keine Ahnung, ob da jetzt was nass geworden ist über die Zeit, wo wir nicht hier waren. Keine Ahnung, ob mir da jetzt ein Biber reingekackt hat oder so. Ich weiß es einfach nicht. Deswegen können wir nochmal gucken, wo der Maso und der Carsten ist. Der unten. Da, seht ihr? Da stehen die zwei. Das Weiße gehört dem Maso. Das Blaue dem Carsten. Und da unten ist der Carsten. Carsten, mit mal. Ja, ihr habt es gesehen. Alles klar. Wir laufen jetzt wieder weiter zur Feuerstelle. Mal gucken, was der Maso da macht. Bin schon mal gespannt. Hier. Warte, der Trange ja ist ja schon da am Kochen. Das heißt, oh, das sieht geil aus durch die Kamera. Mega. Machen wir jetzt uns gleich noch einen Kaffee. Und genau, dass wir da was haben. Oh, das ist schön warm. Schön Teekessel. Schön was für den Bauch, was Warmes. Ne? Perfekt, jetzt gehen wir weiter. Da, in der Hütte hat der Maso sein Kochstudio. Keine Ahnung, ob der da noch was kochen wird. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich weiß, wo der ist. Ich glaube, der drückt gerade einen ab. Also deswegen. Maso, fühl dich nicht beobachtet! Antwortet nicht. Anscheinend ist er konzentriert. Wir gehen mal zum Feuer. Hinter mir ist das Feuer. Hoffentlich könnt ihr das alles schön sehen. Vielleicht von der Seite ist besser, ne? Genau, da schmeißen wir jetzt noch ein bisschen was rein. Feuer ist immer gut, Leute, in der Kälte. Hält einen warm. Ja, ich zeig euch mal, wie es hier aussieht. Ziemlich nice. Da haben wir unser kleines Lager, ne? Im Endeffekt. Da ist Holz gewesen. Da verbrennen wir jetzt das ganze Holz und grillen wir auch noch, haben wir unsere drei Stühle hier stehen. Und ja, da werden wir die Nacht verbringen, bis wir alle müde sind. Ne? Da ist noch ein gruseliger Wald, ziemlich cool. Eigentlich wollte ich da oben mit meinem Biwak schlafen, ging leider nicht, weil ich einfach, beziehungsweise weil es zu uneben ist. Für sowas hätte ich eigentlich ein Hängematte-Setup gebraucht, dass ich quasi ja, direkt in den Wald reingehen könnte, um da quasi die Hängematte aufzuhängen. Und war, ja, keine Ahnung. Heute bin ich halt mit dem Biwak hier und teste das halt. Ja, also zum Glück hat es jetzt aufgehört zu regnen, weil Regen ist eigentlich nie geil. Und
Ja, Leute. Ich guck jetzt noch mal, geh mal runter zum Carsten, mal gucken, ob der noch Hilfe braucht. Trage mir ein paar Sachen hoch, lade schon mal einen Rucksack ein mit Essen und Trinken. Und dann laufe ich zur Feuerstelle. Kaffee ist jetzt auch schon fertig, das brodelt schon. Ja. Dann sollte das eigentlich eine runde Geschichte werden, ne? Bin ich wieder bei meinem Lager. Ich finde das so cool. Sieht einfach cool aus. Guckt euch das an. Ich finde, es sieht einfach geil aus. Mega. Einfach mega. Geil. So, Leute. Wenn es irgendwas gibt oder so, melde ich mich auf jeden Fall. Kamera kommt mit ans Lagerfeuer. Wahrscheinlich mache ich die nochmal an. Und bis dahin, Leute. Was geht ab, Leute? Wir sitzen jetzt hier. Keine Ahnung, wie viel Uhr haben wir? Weiß das jemand? Hey Siri, wo bist du? Auf jeden Fall sitzen wir hier bei Regen vom Lagerfeuer, chillen jetzt noch ein bisschen, essen jetzt Stockbrot und dann geht's auch bald ins Bett. Wir genießen jetzt noch den Abend. Ja, also ihr seht, mein Stockbrot ist eigentlich schon fertig, aber ist jetzt eigentlich immer noch ein bisschen über eine Flamme. Ja, es wird erstmal ein bisschen gegessen. Ich hab Hunger. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, wenn es ins Bett geht. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Aber will jemand noch hier mit was machen? Will hier mit jemand was machen? Ich schmeiß das auch ins Feuer. Oh. Warte, gib mir deins, Carsten, das ist gut. Danke. Ja. Das ist ein schönes Stück Holz. So, Leute, damit kann man arbeiten. Ja, was sagen Sie, Herr Wendt? Das ist ein schönes Stück Holz und daraus bastel ich jetzt, glaube ich, einen Löffel oder so. Keine Ahnung. Wer? Ich? Hörst du mal drauf, dass die Leute sehen, was wir hier machen. Ja. Geil, ja? Ja. Schmackhaftes Holz. Mhm. Und dann hier ist der Psychopath, der alles zerstören will mit seinem Wasser. Ja. So schaut's aus. Kann ich mit meinen Handschuhen holen? Ich möchte keinen Splitter. Hä? Hast du deine Handschuhe? Ja, jemand soll meine Handschuhe holen, weil ich habe eigentlich keinen Splitter, aber ich will auch nicht durch den Regen laufen. Und ich möchte auch keinen Tod sterben. Ja. Servus Leute, wir haben jetzt schon wieder so halb zwei in der Früh. Es hat eben gerade sehr, sehr stark geregnet und jetzt hat der starke Regen aufgehört, deswegen bin ich schnell zu meiner Schlafunterkunft. Jeder ist jetzt auch ins Bett gegangen. Ich bringe jetzt auch gleich wieder in meinen Biwak rein. War jetzt noch eine schöne, angenehme Nacht am Lagerfeuer. Haben noch ein bisschen geschnitzt und so. Und ja. Also freue mich jetzt auch gleich wieder auf mein Bett, weil es schon ziemlich kalt und nass. Also diese nasse, feuchte Kälte, also die ist nicht zu unterschätzen, weil die geht richtig tief in die Knochen. Und deswegen freue ich mich gleich umso mehr. Zähne habe ich auch eben gerade geputzt, bestimmt mein halbes Gesicht ist noch voller Zahnpasta. Also biologisch abbaubare, natürlich. Genau, also so ein kleines Fazit vom Tag, ne?
bevor es morgen früh nach Hause geht. Das heißt, wir werden noch ein bisschen Frühstück morgen früh und dann geht es auch gleich ab nach Hause. Da wird nicht mehr viel passieren. Deswegen hänge ich jetzt einfach so mein Fazit dran, was jetzt eigentlich war. Auch mit meinem Setup hier, mit dem Tab. Ja, es war eigentlich sehr, sehr aufregend, sage ich mal so. Das erste Mal, wo ich jetzt so mal in der Natur übernachte mit dem Setup. Auch mit dem Paracord und dem Tab aufspannen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier hinten noch eine extra Verstärkung angebaut, weil bei dem Starkregen ist mein Tab ein bisschen in die Knie gegangen. Das ist eine kleine Fehlkonstruktion gewesen, beziehungsweise hat die Verstärkung gebraucht, weil ich bin hier am Hang. Das heißt, das ganze Wasser bleibt hier unten am Tab hängen und drückt das ganze Tab nach unten. Und da konnte sich immer mehr und mehr Wasser bilden. Und durch mein Stativ, was ich eh dabei hatte, habe ich das jetzt einfach darunter geklemmt. Und das gilt jetzt eigentlich so als Verstärkung. Das heißt, hier kann sich jetzt kein Wasser mehr bilden. Und ich habe meinen Biwaksack noch weiter nach innen geschoben, repositioniert, dass es nicht so weit draußen ist. Das heißt, wenn Wind und Regen kommt, dass das Vorzelt, wo ich gerade drauf sitze, im Endeffekt meine Isomatte, nicht nass wird, weil das wird auf jeden Fall ein bisschen nass. Muss ich alles wieder trocken machen. Aber ja, ich bin jetzt sehr zufrieden gewesen, also in der ersten Nacht, so wie es war. War ein schönes, langes Wochenende, sag ich mal, mit den Jungs. Hat mir sehr gefallen, hat mir auch gut getan, mal auch wieder so in der Natur zu sein. Einfach Abwechslung, ne, von dem Alltag und von dem ganzen Zeug, ne? Wenn man den ganzen Tag nur auf den Bildschirm guckt, ist sowas sehr, ja, entspannt. Mal was anderes, halt diesen krassen Kontrast zum Alltag zu haben, ne? Genau, Leute, ich schmeiß mich jetzt auf jeden Fall da rein. Ich bin hundemüde und habe morgen natürlich auch wieder eine, ja, semi-weite Heimfahrt. Mal gucken, was wir morgen jetzt noch machen, aber ich denke mal nicht mehr so viel. Jetzt ist erstmal Fokus auf Schlafen und die Nacht überstehen. Ne? Wie gesagt, Leute, ich hau mich jetzt hin und wir sehen uns morgen. Ich wünsche euch was. Ciao. Piu. So, letzter Tag, Tag des Aufbruchs. Und ja, Carsten und Marcel sind jetzt da oben, machen gerade einen Kaffee. Wir haben jetzt alles zusammengepackt. Ihr seht, der Platz ist einfach leer, ne? Und sauber natürlich. Wir hinterlassen keinen Dreck. Das ist immer wichtig. Ihr müsst die Natur immer so hinterlassen, wie ihr es hier vorgefunden habt. Und wenn es dreckig war, dann hinterlasst ihr sauberer, ne? Ja, das war das gute Wort zum Sonntag. Aber auf jeden Fall, unsere Bikes sind noch nicht alle gepackt. Ja, also das ganze Zeug steht jetzt dort. Ich wurde gerade gerufen. Ja? Zwei Kaffee bitte. Ja, gerne. Ha, was für ein Service, oder? Auf jeden Fall war wieder geil. Ja. Geiles Wochenende auf jeden Fall mit den Jungs und geschlafen habe ich auch wie ein Baby. Auch die zweite Nacht im Biwak war überhaupt kein Problem, also war wirklich chillig. Ich hätte nicht gedacht, dass das ja so gut passt, ne? Weil ich immer gedacht habe, ich brauche den Platz von einem Zelt, aber anscheinend nicht. Hat super gepasst, ist immer noch arschkalt, meine Hände sind einfach tot gerade, weil hier alles so nass und feucht ist und der Wind fegt und ja, da kühlt man relativ schnell aus. Deswegen ziehe ich mir jetzt gleich oben einen Kaffee rein und ja, dann sehen wir uns, denke ich mal, noch zu einem Abschlusswort auf meinem Motorrad, ne? Ich wünsche euch was, bis gleich, Leute. Wie eben gerade gesagt, also wir kochen jetzt noch, trinken unser Kaffee, mal so hier Gourmet-Koch. Was hast du? Ich habe hier Fleischwurst und mir ist nicht aufgefallen, dass der mit Käse befüllt ist. Und da ich kein Öl habe, tada! Zeig mal. Ah, heiß. Komplett abgefackelt. Lecker. Aber es wird sättigen. Sättigen. Geil, Leute, ich bin K.O. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee und dann sehen wir uns wieder auf den Bikes. So, Leute. Ja.
das Abenteuer ist vorbei. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich habe leider meine Halterung für meine GoPro vergessen, deswegen kann ich euch jetzt nicht mit aufs Bike nehmen für die letzten Worte. Aber verzeiht mir. Deswegen mache ich jetzt noch mit dem Handy schnell eine Aufnahme in der Hoffnung, dass es passt. Mega geiles Wochenende, hat mir mega gefallen. Wir haben sehr viel miteinander geredet. Vielleicht zukünftige Projekte geplant, wer weiß, ne? Also stay tuned. Mein Bike ist da hinten, wie ihr sehen könnt. Wieder vollgepackt. Masos Bike ist da. Auch vollgepackt. Und wir schwingen uns jetzt auf die Bikes. Ihr könnt euch sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solche Abenteuer erleben wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und genau, Leute. Bis zum nächsten Abenteuer. Ciao.